Oh, ein bisschen Kupferkabel brauchen wir noch. 53. Habe ich keine. Perfekt. Und dann haben wir den Meilenstein auch fertig. Milestone reached. The molecular analysis machine, referred to as the MAM, will allow R&D to provide new technologies, items, and buildings based on samples collected in the field. To ensure a greater chance of success during exploration, an upgraded tool belt has been provided, as well as an object scanner and beacons. So, das bauen wir für MK2 calibration via the MAM to enable detection of specific objects. Also wenn wir das haben, dann das wäre schon ziemlich gut. Stärke der Eisenplatten 50. Kümmere ich mich direkt drum. Kein Beton hier. Oh, jetzt aber. Du hast da Holz reingepackt, ne? Ich pack da jetzt mal die anderen Sachen rein hier. Biotreibstoff. Das, was ich zumindest noch einstecken hab. Ja, in einem ist Blätter und in einem ist Holz. Selber gucken, wo kam denn das rein? Hier Blätter. Da kam Holz, das ist gut, das trifft sich gut. Thank you.
So. Verstärkte Eisenplatten haben wir fertig. Nice. So, die Produktion der Entschuldigung. Die Produktion für die, wie heißen sie jetzt nochmal? Fester Biotreibstoff läuft. Ah, hast du schon fertig gemacht? Mhm. Nice. Sehr, sehr gut. Wie scheine ich mich hier verrechnet zu haben oder so, keine Ahnung. Arbeiten noch nicht mit vollem Tempo. Ah, weil sie die Rohmaterialien nicht rechtzeitig reingeliefert bekommen, untätig immer wieder zwischendrin. Da sind überall MK2-Förderbänder hin. Die Einser sind alle scheiße. Ja, die sind übelst lahmarschig. Okay, aber jetzt haben wir zumindest schon mal das, dass du hier immer nur noch in die Lagerdinger Blätter einlagern musst und im anderen einfach nur noch Holz. Ja. Das ist schon mal einfach und jetzt gucke ich, dass ich noch ein Lager dahinter setze, hinter die Produktion, dass das dort alles reinkommt. Lager ist dahinter. Setz ich hier noch eine schöne Rampe hin. Dann kannst du da mal schön hinladen. Sehr, sehr gut. Da hat man so eine Art Eingang. Mhm.
glaube, wir sollten auch irgendwann mal jetzt demnächst anfangen, dass wir Kupfer verarbeiten, oder? Ja. Das wäre noch vielleicht wichtig. Vielleicht noch irgendwie für Beton. Ja, Beton mache ich jetzt als nächstes. Das war jetzt der nächste Plan, ne? Okay, tipptopp. Damit ich nicht mehr Beton einzeln herstellen muss, das nervt. So, glaub mir, wir werden heute Nacht von dem Hammer auf Metall Geräusch träumen. Ja. Glaub mal. So. Da brauche ich noch ein bisschen bewarten. Haben wir die Stämme auch fertig und dann fehlt nur noch Beton, klar. Nimmt aber schon mal Gestalt an, richtig cool. Auch das mit dem Biomasse hast du echt gut hingekriegt, gefällt mir. Schön mit Mauern drumherum. Ja, dann kommt halt hinterher eine zweite Ebene drüber. Mhm. Wenn man halt mehr braucht, ne? Oder beziehungsweise man könnte jetzt oben drüber. Wir haben jetzt unten das Lager davon. Also man könnte jetzt da genauso gut hingehen und einen Fahrstuhl nach oben machen, dort das Lager hinsetzen. Und dort dann zum Beispiel so, keine Ahnung, 9 von den Biomasse-Generatoren draufsetzen. Oben, genau, oder 12. Und dann brauchst du immer nur aus dem Lager direkt das Zeug nehmen und setzt es halt da rein. Ja. Und super easy. So, Beton. Und dann haben wir den Meilenstein auch fertig. Er arbeitet nur mit 20% untätig, aber warum? Untätig. Ah, weil er das Material nicht schnell genug befördert bekommt. Okay, aber die kriegen alle noch mehr, wenn MK2 Miner dran sind. MK2 dran sind. Ah, guck mal, 147. Fester Biotreibstoff schon da drin. Sehr nice. Aber eben die zweite Ebene, das basteln wir gleich erst. Ich weiß nicht, wie viel Strom haben wir in Verwendung und in Gebrauch. Ach, der ist sogar untätig. Hol den nochmal an. Okay, wir verbrauchen momentan 39, 43. 43 ist das höchste. Und 78 haben wir momentan, also easy. Ja, easy. Ach, hier kann ich auch noch was reinpacken. Ne, 130 haben wir sogar aktuell, also noch brauchen wir sie nicht. Kann ich mir mit der zweiten Ebene noch Zeit lassen? Ja. Ja, dann schaue ich jetzt mal, dass ich das mit den Beton mache. Und Strom. Ich und Catty sind schon richtig gute Freunde. Stärkte Eisenplatten. 1, 2 brauche ich. Ich habe am Mann noch 4 Stück. Ah, alles gut, ich kann mir ein paar herstellen. So. Alter, da waren alles mal Bäume, jetzt sind da keine mehr. Ich glaube, die kommen aber auch irgendwann wieder, ne? Das weiß ich gar nicht. Lass ich zweimal Beton laufen, ne? 2 Konstrukteure. Ja. Dann sollte den langen.
Dann brauche ich hier noch einen Splitter. Schon gebraucht. Ah ne, hier ist noch eine. Alter, der ist ja schon voll, okay. Welcher was? Blätter ist einfach mal schon voll. Alter. Was sind das jetzt? 3000, 6000, 9000, 12000. Was? Also da haben wir erstmal Energy. So, Betonproduktion läuft. Sehr geil. Oh, schön, guck mal, da kommt er schon rausgeschossen, ey. Herrlich. Nicht mehr selber herstellen. Super geil. Kann ich mal gucken, dass ich eben das zweite... Ah, das hast du schon gemacht sogar. Nice. Aber eben, wir hatten ja noch ein drittes, ne? Wo sind das abgeblieben? Nach da hinten. Ganz da hinten. Ja, das kommt also auch noch dazu. Das muss ich auch noch irgendwie da. Platz wäre noch frei an dem Verteiler da hinten. Ja. Genau, ich habe nur keine Platten mehr, oder sonst baust du das rüber zu dem Verteiler. Okay. Wenn du noch Platten hast, ich habe gerade keine mehr. Warte, was fehlt mir? Ah, Schräubchen. Schraubens. Wir müssen jetzt unbedingt die MK2-Dinger dran. Was fehlt denn noch? Ach, wir haben ja fast alles fertig, außer Beton. Ja, easy. Richtig. Und dann geht ab. So, jetzt hier mal kurz gucken. Das muss ich dann so rüberbauen. Okay. Denn was fehlt mir denn da? Ach, Beton fehlt mir. Lull. Mhm. Deswegen. Will ich da eben ein bisschen was rausschnabulieren. Ah, herrlich. Thank you.
Schon rausgeholt, ne? Ja. Die arbeiten auch alle noch nicht auf Maximum, weil halt das Material gar nicht schnell genug rankommt. Ja. Schön. Zumindest hier schon mal alle Rohmaterialien abgebacken, aber irgendwo muss da noch mal glaube ich, auch noch ein dritter Eisen, so eine dritte Eisenquelle sein. Okay. Ah, schön. Förderband MK 2. Genau, und für die brauchen wir aber permanent verstärkte Eisenplatten, ja. Und das kommt später, die müssen wir tatsächlich mit Hand herstellen. Es dauert noch ein ganzes Stück, bis wir da sind. Aber das wäre jetzt ganz gut, wenn wir die einfach mal wirklich jetzt in Masse herstellen und zumindest die ganzen Förderbänder upgraden. Ja, kümmere ich mich drum. Ich will jetzt auch nochmal. Oh. Nehme ich mir jetzt mal direkt MK2 Dinger. Hier. Die 3 und K2, so. Boah, da brauchen wir da viel. Angefangen mit aufwerten? Du musst mal schauen. Ich habe jetzt bei der Biomasse habe ich jetzt schon gemacht, aber das Rohmaterial kommt schnell genug an. Okay. Ich habe jetzt zum Beispiel zwischen den Produktionsdingern die verschnellert und bei der Endproduktion komm einfach mal rüber hier, dann zeige ich dir das, wie ich das meine. Ist ein bisschen schwer zu erklären, ne? Aber ungefähr schon denken, was du meinst. Genau. Wenn du jetzt hier mal guckst, du hast ja den Splitter dazwischen, der das alles zusammenfasst. Hier ja. Das Ding habe ich jetzt auf 2 gemacht. Aber der rechts, links und der in der Mitte, die sind alle noch MK1, weil die bringen ja schnell genug das Zeugs hierher. Wenn sie alle 3 zusammen sind. Aber der hier, der muss immer schnell sein. Sonst schafft das nicht, ne? Das alles aufzunehmen. Und zwischen den Produktionen hier, die sind alle schnell jetzt. Okay. So, und hier den habe ich wiederum nicht genommen, weil, du siehst ja, der stockt zwischendurch. Ja, dann brauche ich den noch nicht schneller machen. Wie sieht's hier aus? Warte, was sagt der? 50%. Genau, bei den Blättern hier das Band, das muss schneller gemacht werden. Also der muss zum Beispiel abgegradet werden. Weil der macht nur 50% Leistung aktuell. Also der muss schneller gemacht werden. Der braucht MK2. Ja, ist es jetzt sinnvoll, dass wir jetzt erstmal die Blätter machen oder sollen wir irgendeine andere Ressource erstmal schneller machen? Nee, wir können jetzt eine andere Ressource machen und zwar müssen wir mal schauen. Was sagt denn der Beton? Arbeitet zu 67%. Der kriegt es nämlich auch nicht schnell genug. Hier die Zwischenverteiler, die kannst du machen. Hier die 2. Den und den. Genau. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken.
Okay, aber der müsste eigentlich, die komplette Länge müsste eigentlich durchgehend. Yep. Inklusive bis zu den Minern. Also es müsste eigentlich der komplette Laufweg von den Beton muss geupgradet werden, ne? Damit er das schnell genug. Bis zum Dings muss das schnell gemacht werden, schneller am gemacht. Splitter. Bis zum Splitter, genau. Weil die stocken nämlich, hier steht's nämlich, ja. Okay. So, dann muss ich noch ein paar Schräubchen machen. Ich kann mir schon wieder Beton klauen gehen. Das ist ein Segen, ohne Scheiß. Mhm. Musst du nur noch hinlaufen, einsammeln, fertig. Ja, irgendwann machen wir das so, dass da setzen wir das Hub dann komplett neu. Das kommt dann zum Beispiel dorthin, wo dann das große Lager ist. Dann hast du immer alles direkt zur Hand. Ja. Und auch ordentlicher. So, versteckt. Können wir auch ein paar machen. Eigentlich brauchen wir viel mehr Platten. Wie sieht das hier mit dem Eisenerz aus? 64% Auslastung, ja. Kriegen das Eisen nämlich auch nicht schnell genug. Aber das Eisenlager hat mehr drin, ja. Ja. Wurde eh eine separate, komplette, komplettes Gebäude nur für Eisen noch kommen. Dementsprechend bin ich mir überlegen, ob wir das einfach lassen dort. Also herstellen tut's ja. Aha, besser. So, jetzt ist fertig. Jetzt kommt er auch zügig an. Jetzt hätte ich noch 3 Platten, dann könnte ich doch wenigstens eine Straße nach oben ausbauen, oder? Nö. Die da höchstens.
Ja, jetzt sind die Betonfabrikatoren sind nämlich jetzt auch bei 100%. Sehr schön. Stellen die auch konstant volle Pulle her. Dann gucke ich jetzt nochmal bei den Bio-Dingsbums. Eine bei 57. Ja, nur bei 33%. Ist doch gar nicht. Die fördern immer noch zu wenig. Krass. Untätig, ja. Aber das ist nicht schlimm. An sich ist das erstmal nicht schlimm. Ich glaube, die produzieren eh genug, oder? Ja, das Lager ist schon halb voll. Überleg mal. Und die sind ja von der Energie noch nicht mal ausgelastet. Ja, sparen wir schon mal an, das ist gut. Oh, ich habe jetzt die eine Zwischenstraße habe ich jetzt verschnellert. Quasi vom Sammelpunkt über den Splitter Richtung Fabrikatoren. Naja, besser. Kriegen die da deutlich schneller Material ran. Ja. Vorher war das immer so sporadisch. Achso, der ist aber noch MK 1. Also vom Miner. Vom Miner brauchen wir noch. Genau, der muss halt noch, aber ist erstmal nicht. Ja, noch ist vorrätig drin. Genau. Ja, Schmelze ist jetzt auch bei 100%. Die Schmelze ist bei 100%. Die Schmelze ist bei 100%. Sehr gut. Mehr geht auch erstmal nicht mit denen. Ah ne, ein. Oh. Da ist der Strom aus. Dann nehmen wir doch jetzt mal hier die Biomasse. Ich spül auf. Kein Problem. Ja. So. Irgendwo muss leer geworden sein. Ja, ich glaube, ja, ich hab hier gefunden. Okay, ein paar bisschen mich auch leer. Kupferino, wo ist Kupferino da? Da müssen wir jetzt gucken, dass wir da unbedingt noch was, dass sie wenigstens Kupferbarren und Kabel herstellen, wäre schon mal geil. Brauchen wir denn dafür wieder? Produktion, ein Schmelzofen. Klar, Kabel. Stelle ich mal Kabel her. Oder Draht.